Hallo Freunde, heute gibt's bei uns Seeteufel, Saltimbocca mit Steinpilz-Tortellini. Ja, die Zutaten, die wir das Gericht brauchen oder benötigen, seht ihr hier. Die einzelnen, ich schreibe euch aber nochmal in die Artikelbeschreibung die einzelnen Zutaten. Und ja, dann fange ich erstmal mit dem Fisch an. So, wie ihr seht, haben wir einen Seeteufelschwanz. Den muss ich natürlich erst vorbereiten. Und zwar, wenn man rumdreht, hat er noch die schwarze Haut dran. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, die ziehe ich jetzt erstmal ab. Ist einfach. Im Grunde kann man sie anheben. Anheben. Und schneide dann hier mit der Küchenschere ein und kann dann einfach das nehmen und zieht es einfach am Schwanz nach hinten weg. Das ist der erste Schritt, den ich jetzt mit dem Seeteufel vorhab. Dann geht's weiter. So sieht er nackt aus, also ohne die schwarze Haut. Jetzt haben wir natürlich hier noch. Moment. So. Hier noch den Flossenkamm. Den kann man einfach hochstellen und mit einer Küchenschere abschneiden. Das werde ich jetzt machen. Und danach geht es hier schon ans Filetieren. So sieht er jetzt aus. Das heißt, hier die Flossen habe ich entfernt. Wenn man hier den Knochen sieht, das ist nicht schlimm. Weil der Seeteufel ist ein Knochenfisch. Das heißt, er hat im Grunde keine Kreten in dem Sinne wie die anderen Fischen. So, ich drehe mal unten rum. Sieht man es hier auch. Hier hat er nur so einen Knochen in der Mitte. Und nochmal von vorne. So. Das heißt, hier ist ein Knochen. So, und da werden wir jetzt lang schneiden. Das heißt, wir jetzt mit dem Messer ansetzen, gehen hier rein und gehen am Knochen lang. Am Knochen lang bis hinten wieder. Dass wir hier so ein Filet rausschneiden und auf der anderen Seite genauso. Da hat man im Grunde nur den weißen Knochen in der Mitte. Den nimmt man raus und hat zwei schöne Filets. Ja, wenn wir soweit sind, Hallo, haben wir da es sind wieder. wir wieder. So, die Seeteufelfilets sind fertig filetiert, also der Knochen ist raus. Und dann haben wir hier zwei wunderschöne Seeteufelfilets, zwei schöne. Damit sind wir noch nicht ganz fertig. Und zwar seht ihr hier noch die weiße Haut. Die werde ich nochmal entfernen. Also wenn ich sie andersrum drehe, hier die Haut, die werde ich noch apparieren. Einfach mit dem scharfen Messer nochmal kurz drüber ziehen, dann ist die ab. Die mag ich nämlich nicht. Danach werden sie im Grunde gewürzt mit Pfeffer und Salz, die Filets. Also, beziehungsweise schneide ich erst Medaillons. Die drücke ich flach. Dann werden die gewürzt. Mit einem Salbeiblatt versehen und mit einem Parmaschinken umwickelt. Aber jetzt schneide ich es erstmal zurecht in Medaillons und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und so sieht unser fertiges Seeteufelfilet aus. Also die Medaillons, die ich geschnitten habe. Wunderschön. Ohne die Silberhaut. Schöne leuchtende weiße Seeteufel-Medaillons. Richtig lecker. Wie gesagt, die werden jetzt mit Pfeffer und Salz gewürzt. Und dann kommt jeweils so ein Salbeiblatt mit dabei. Und die werden dann eingewickelt in Parmaschinken. Das wäre jetzt mein nächster Schritt. Zeige ich euch, wenn ich damit fertig bin. Bis gleich. So, da wären wir jetzt bei dem Abschnitt. So, also unten ist Parmaschinken, zwei Scheiben. Entschuldigung, Pfeffer. Also, wie gesagt, unten ist der Parmaschinken.
Dann der Seeteufel, das Medaillon, und oben der Salbei. Das wird jetzt zusammengewickelt und mit Zahnstocher fixiert. Ja. Und das mache ich halt bei den kompletten. Und ja, dann geht es schon ans Anbraten. So, wie ihr seht, habe ich jetzt schon mal die Pfanne vorbereitet. Und zwar habe ich hier Öl erhitzt, ein bisschen Salbei dabei, um das zu aromatisieren, die Butter und das Öl. Und jetzt kommen unsere Seeteufel da rein. So. Eieiei. Heiß. Das alle reinkriegt. So, die werde ich insgesamt 3 Minuten von jeder Seite braten und kommen dann zum Ruhen im Backofen. Derweil werde ich für die Soße Schalotten schälen und anbraten. Schalotten anbraten und werde dann mal eine Orange-Tomatensoße nehmen. Habe ich diesmal ein Convenience-Produkt. Das will ich mal ausprobieren. Werde das mit Creme fraiche ein bisschen verfeinern. Und so, da bin ich wieder. Der Wassertopf habe ich schon mal aufgestellt. Die Nudeln. Wie gesagt, die Steinpilznudeln, die sind ja sehr frische Nudeln. Die brauchen nur 3 Minuten. Das geht relativ flachs, wenn das kocht. Hier habe ich schon mal Echinaken angeschmort. Da kommt jetzt die Creme Fraiche mit dabei und die Orangen-Tomatensoße. Und hier sind unsere Seeteufel Sonnenblocker. Also fast fertig. Die kommen jetzt auch gleich im Ofen zum Warmhalten. Und dann sehen wir uns schon fast beim Anrichten. So, das Wasser kocht gleich für die Nudeln. Die kann ich jetzt schon reinmachen. Und unser Süßchen ist fertig. Ich habe schon mal abgeschmeckt. Nur ein bisschen eine Prise Salz, ein bisschen Schärfe noch ein bisschen rein, also ein bisschen Cayennepfeffer. Und unsere Soße ist fertig, also lecker. Wird sehr gut mit dem Seeteufel harmonieren. Ja, wie gesagt, die kommen jetzt rein, wenn es kocht, 3 Minuten und dann wird angerichtet. Sehen wir uns da. So, und da sind wir beim fertigen Gericht. Unseren Seeteufel Saltimbocca. Mit Steinpilznudeln. Und einer Tomaten-Orangensoße. Da freue ich mich richtig drauf. Ja, wie gesagt, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Tschüss.